Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Was ist an Obst so schlecht eigentlich? Ich bin die Rose Fröhlich, die Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Ihr Lieben, nimm mal die Papaya hier weg. Ein bisschen schwer, ist so ein Riesending. Ja, ihr Lieben, macht das Plus weg. Abonniert mich, je nachdem, auf welchen Kanal ihr mich seht. Ich hatte eine Patientin in der Praxis, die, beziehungsweise was Videoberatung, die die Fragestellung hatte, warum eigentlich das Obst immer so viel so schlecht gemacht wird. Ist nicht in Obst Vitamine? Ist das nicht gesund? Also was ist das Problem überhaupt bei Obst? Also bei Obst ist es so, dass wir einen Anteil Fruchtzucker drin haben und der Fruchtzucker schneller, wenn eine höhere Menge Obst pro Tag, also in der Regel mehr als 2 Hände voll Obst pro Tag gegessen werden, also Schale voll Obstsalat zum Beispiel. Oder ich hatte eine Patientin, eine andere, die gestern, ja, ich habe eine Banane, ich habe einen Apfel, dann habe ich noch ein bisschen Beerenfrüchte da reingemacht. Das heißt, das Obst selber enthält immer Fruchtzucker. Und bei dem Fruchtzucker haben wir die Struktur, dass dieser Fruchtzucker eine Insulinausschüttung macht und diese Insulinausschüttung dann einfach schneller sozusagen aus dem Zucker Körperfett wird. Daher gibt es immer diese Empfehlung von 2 Handschalen voll, also eine Handschale, so wie ihr eure Hand genau als Schale definieren könnt, als Portionsmenge pro Tag. Man sagt immer 2 Hände voll Obst. Und in dem Moment, wo ich mehr esse, was ja meistens im Sommer schneller passiert, bei Wassermelone zum Beispiel, geht das auch ganz häufig, wenn man gar nicht richtig mitkriegt. Oder ich liebe ja Erdbeeren, ihr Lieben, ne? Ist genau das Gleiche, geht halt ganz schnell. Es ist immer so, dass der höhere Fruchtzuckeranteil über die Leber schneller zu Körperfett verstoffwechselt wird. Das heißt, wenn der Zucker, und das ist die Voraussetzung, nicht über die Muskelzellen, also über den Energieverbrauch, verbraucht wird. Das heißt, ich kann diesen Leberzucker etwas reduzieren, also die Aufnahme, wenn ich das, was ich esse, an Energie auch wieder verbrauche. Und beim Obst hat man halt gesehen, wenn die Leute mehr als 3 Hände voll Obst essen pro Tag, dass das Leberfett schneller entsteht. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, wenn ich Saft trinke. Trinke ich zu viel 100%igen Apfelsaft, O-Saft, Multisaft, Nektare, Fruchtsaftgetränke, die ja eher Zucker enthalten, dann ist die Struktur so, dass der Körper aus dem Fruchtanteil und dem Zucker eine Insulinausschüttung macht und dadurch schneller die Leber sozusagen den Zucker zu Körperfett verstoffwechselt, was dann sozusagen schnell am Bauch zum Beispiel Gewichtszunahme macht. Das heißt, an der Stelle, wenn ihr den Blutzuckerverlauf reduzieren wollt, könnt ihr überlegen, wenn ihr es geschmacklich mögt, dass ihr eine Eiweißquelle dazu nehmt. Also das Obst zum Beispiel mit Quark mixen, dann ist der Blutzuckerverlauf langsamer. Der Sättigungseffekt kommt zwischen Obst und der Eiweißquelle. Es geht natürlich auch Frischkäse, Frischkäsezubereitungen zum Beispiel. Es gehen, was fällt mir noch gerade ein, Joghurt natürlich, wenn man es verträgt. Oder man kann das Obst natürlich auch auf einen Salat zum Beispiel rauf machen. Das heißt, wenn ich die Obstquelle auch mit Haferflocken mische, als Haferbrei oder Milch oder Flüssigkeit mit Haferflocken, also muss ja nicht Milch sein, kann ja auch andere Ersatzmilchprodukte sein, oder auf dem Joghurt zum Beispiel, dann nutze ich automatisch weniger Obst und dann kommt man mit 2 Hände voll Obst pro Tag in der Regel auch gut hin. Die Alternative, wenn ihr doch mehr habt, das ist ja manchmal, wenn es sehr warm ist, fangen die Leute an, häufiger Obst zu essen, dann ist es wichtig, dass die Energie auch wieder verbraucht wird. Für ungefähr eine Handschale voll Obst braucht ihr ungefähr 1/2 Stunde Bewegungsalltag, um das wieder wegzukriegen. Das ist natürlich, habe ich intensive Bewegung, weil ich schnell über den Platz laufe oder weil ich mich schneller im Garten bewege oder weil ich kräftiger arbeite, dann geht es natürlich auch vielleicht in 1/4 Stunde oder 20 Minuten. Habe ich aber moderate Alltagsbewegung, weil ich Geschirrspüler ausräume, weil ich putze, Fenster putze oder weil ihr irgendwelche Sachen wegräumt oder umräumt oder so, dann kann man immer für eine ungefähr Handschale voll Obst, also ne, was in eure eigene Hand passt, ist die Menge sozusagen, die dann ungefähr 1/2 Stunde braucht, um den Zucker wieder abzuarbeiten. Warum ist das so? So eine Handschale voll Obst sind ungefähr 10 Gramm Kohlenhydrate und 10 Gramm Kohlenhydrate müsst ihr euch vorstellen als 4 Würfelzucker, weil ein Würfelzucker 2,5 Gramm mittlerweile wiegt und daher hat man sozusagen diese 10 Gramm Kohlenhydrate, eine Handschale voll, sind sozusagen ungefähr 10 Gramm Kohlenhydrate. Und deshalb kann man das Obst sozusagen, diese 20 Gramm Kohlenhydrate, 2 Handvoll pro Tag, gibt es die in der Empfehlung.
Also passt auf die Menge auf, kombiniert das gerne, und wenn es mehr wird, einfach gucken, dass ihr die Energie wieder verbraucht. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt ja, einen schönen Tag. Danke für euer Zuhören. Danke für ja, eure Kommentare, alles, was ihr schon so toll auf den Social-Media-Kanälen bei mir macht. Ganz liebe Grüße und habt einen schönen Tag, eure Sandra.